Natürlich, ich hatte gelesen, ja, die Soldaten, das ist die größte Oper von 20. Jahrhundert. Und dann muss ich sagen, ich habe nichts verstanden. Diese Kaffeehausszene, die ist extrem schwierig. Wenn man das richtig macht, ist es eine Artikulation und eine Phrasierung wie beim Sprechen. Und wir kommen dann wirklich in diesen Charakter einer Diskussion rein, dass wir also eine Soldatengruppe haben, die sonst nichts anderes zu tun haben, als den ganzen lieben Tag irgendwie über Sachen zu reden, die eigentlich für sie nicht wichtig sind. Ja. Ich habe dieses Werk zum ersten Mal auf, nicht CD, das war davor, Vinyl gehört. Und ich war ein Teenager. Und nur Musik, also das war etwas kompliziert, etwas mit einer Sprache, ich kannte überhaupt nicht und so weiter. Aber dann habe ich ein paar Produktionen live gesehen und es war schon eine andere Stufe. Das ist keine Musik oder kein Werk, wo ich denke, einmal ist genug. Man braucht viel mal. Das ist so reich. Wo ist dieser Passage mit all die Bühnenmusik? Okay, ja, durch alles durcheinander. Hier, dieses Nocturno. Das ist, wenn es dann in das Gewicht ist, Seite 135. Es gibt verschiedene Tempi, die sind nicht einfach. Und wie dieser Rhythmus organisiert sind, ist kompliziert. Also kein regelmäßig taktes System. Also 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und pointiert quasi jeden ersten Schlag. Man denkt zum Erst, ich hoffe, und das ist für alle so im Orchester auf der Bühne, bin ich gut genug? Es muss immer gleich klingen. Natürlich tempoweise, aber auch artikulationweise. Sehr kurz und scharf. Man spricht nicht so oft über Dirigentenangst, aber Angst gibt es. Aber wenn Sie jetzt in die Partitur schauen, können Sie dann nachvollziehen, warum es damals als unspielbar galt? Was macht das so schwierig? Also alle diese Töne, die manchmal in einem komplizierten Rhythmus sind oder sehr virtuos sind, diese großen, monumentalen Orchesterpassagen, aber dann plötzlich kann es sein, dass es wird total Kammermusik und man hat nur ein paar Instrumente, die spielen sehr genau zusammen, eine oder zwei Linien. Etwas sehr leicht, sehr pur. Und natürlich für die Musiker selbst zu spielen, das ist auch eine Virtuosität, kann man sagen. Und wenn man richtig genau dieses Stück wirklich genau musiziert, wow! Das ist faszinierend. Und diese Musik, es geht so gut für dieses Orchester. Also ich denke, dass es ist zu tun mit unserer Epoche, aber das ist auch zu tun mit unserer, wenn ich darf sagen, Lokalkultur und Tradition hier, weil das Kürtenische Orchester ist wirklich ein Orchester, der hat so regelmäßig Kontakt mit der Modernität und Zimmermann, keine Frage, es ist Teil von unserer DNA. Wir
wir haben im Kopf, dass jetzt können wir in der Kölner Philharmonie, in Paris, in Hamburg das spielen. Ich denke, das ist auch ein unglaubliches Ziel und etwas unglaublich wichtig für diese Musik, dass plötzlich man kann diese Musik in einem Konzertsaal erleben. Wow, das ist etwas, weil das ist natürlich ein faszinierende Musik und ich bin sehr, sehr excited, weil ich weiß, es wird etwas sehr Besonderes.